Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Dienstag Nacht, freie Themennacht. Wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, dann ruft an unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht, die heißt Heike. Und Heike ist 32. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Heike. Dein Thema, weswegen hast du mich angerufen? Ja, es geht um meine Tochter. Mhm. Wie alt ist deine Tochter? Sie ist demnächst 5. 5? Also knapp 5. Ja. Und ja, sie lebt regulär bisher beim Vater. Ja, wie lange? Geschieden. Ja. Wie lange lebt sie schon bei dem Vater? 2,5 Jahre ungefähr. Ja. Und ja, letzten, also wir haben ein recht großzügiges Besuch. Wir haben das gemeinsame Sorgerecht auch und er hat die Aufenthaltsbestimmung bisher gehabt. Mhm. Und ja, letzten Freitag habe ich sie nachmittags aus der Kindertagesstätte abgeholt. Mhm. Und abends sagte sie mir, dass sie müde ist und ich sie doch rausziehen möge und das habe ich auch gemacht. Mhm. Und musste feststellen, dass ihr Po ziemlich blau gehauen war und dass sie, sie hatte vorher einen Rollkragenpulli an. Dass der Po blau gehauen war? Ja, richtig blau. Also richtig viele blaue Flecken und blaue Punkte, richtig übersät. Ja. Und am Hals hatte sie rotblaue Streifen, wie ein Würgemal eben. Wie ein Würgemal? Ja. Nun ist sie 5 Jahre alt, da kann man fragen, was ist denn da passiert? Woher hast du das? Ja, und das hat sie vom Vater, sagt sie, beides. Vom Papa? Mhm. Und ich habe ihn also auch noch am selben Abend angezeigt. Hast du ihn nicht erstmal angerufen? Nein. Also ich muss dazu sagen, in der Ehe ist er öfter auch gewalttätig geworden und hat mich auch des Öfteren gewirkt. Einmal so fest, dass ich bewusstlos wurde, ja. Da war ich schwanger mit ihr. Aber er hat das Sorgerecht für das Kind bekommen? Also gemeinsames, ja. Aufenthaltsbestimmung hat er. Ich bin damals ja, in einem Streit abgehauen und hatte Angst gehabt, dass er eben wieder gewalttätig würde und hatte sie da gelassen. Mhm. Und der Prozess hat sich dann sehr lange hingezogen. Bleiben wir erstmal bei dem Fall jetzt. Dann hast du ihn, ohne ihn nochmal zu fragen, mit ihm darüber zu sprechen, hast du ihn angezeigt sofort? Natürlich. Ich habe auch sofort meiner Tochter geglaubt. Dennoch will ich nochmal nachfragen, weil warum ruft man da nicht erstmal den an, den man verdächtigt? Ich war eigentlich sehr froh, dass er weit weg war. Und habe in erster Linie an die Sicherheit von dem Kind gedacht und hatte auch Angst, dass er halt kommen würde und sie holen würde. Ich meine, er hat ja Aufenthaltsbestimmung gehabt und hätte jederzeit ein Besuchswochenende auch abbrechen können. Also ich frage das deshalb so, weil ich mir gerade so durch den Kopf ging, es hätte der Vater sein können, es hätte aber auch irgendetwas da im Kindergarten passiert sein können. Ist aber nicht. So, jetzt erzähl mal weiter. Du hast ihn dann angezeigt. Ja. Sofort. Ja. Wie ist das Ganze weiter dann gelaufen? Ja, also die Polizei war da gewesen, hat auch Fotos von dem Kind gemacht und mit ihr geredet. Mhm. Und am nächsten Tag war ich im Krankenhaus mit ihr und die haben halt sie auch nochmal untersucht und Fotos gemacht und einen ausführlichen Bericht geschrieben. Mhm. Und am Montag war ich dann nochmal bei einem Kinderarzt, der leider nichts mehr sehen konnte. Also die Sachen sind gut abgeblasst am Wochenende. Mhm. Ich muss auch sagen, das ganze Wochenende wollte Birte, sobald wir rausgingen, Schal oder Halstuch tragen. Mhm. Wobei ich sie immer aufs Halstuch kriegte. Ne? Hat sich in der Zwischenzeit der Vater nicht gemeldet und hat gesagt, wo ist das Kind? Warum kommt es nicht zurück? Was ist los? Ja, das Besuchswochenende war von Freitag bis Montag. Ah, ja. Und Montag zwischen 17 und 18 Uhr sollte ich sie abgeben. Hat er sich inzwischen geäußert zu dem Vorwurf? Ja, natürlich, er hat das abgestritten. Das Kind sagt aber ganz klar, das war der Vater. Ja, ganz klar.
Wie ist der Stand der Dinge ganz aktuell heute? Ganz aktuell heute ist es so, gestern haben wir eine habe ich eine einstweilige Verfügung bekommen. Mhm. Aufenthaltsbestimmung und alleiniges Sorgerecht liegen momentan bei mir. Mhm. Nächste Woche ist Verhandlung vor Gericht, wo das Ganze endgültig entschieden wird, ob sie wirklich bei mir bleibt. Vorher muss sie aber noch einmal von einer Frau vom Jugendamt der Stadt, in der er wohnt, befragt werden. Von ihr befragt werden, genau. Ja. Das ist wahrscheinlich so üblich in solchen bei solchen Vorgängen. Ja, und diese Frau fand halt auch, dass ich eher hätte mit ihm reden müssen. Aber für mich, wie gesagt, weil er in der Ehe schon gewalttätig war und ich. Ach, Heike, ich habe dir das jetzt nicht, ich habe das nicht vorwurfsvoll gemeint, sondern einfach nur so, ich habe vom Interesse her das so gefragt, warum das so gelaufen ist. Wenn du jetzt mit der Kleinen redest, merkst du auch, dass sie eine große Aversion gegen den Papa hat, dass sie selbst ist auch sauer auf ihn? Sie will auch gar nicht selbst mehr zurück zu ihm. Nein, sie will nicht zurück. Sie hat vorher schon immer oft gesagt, dass sie bei mir bleiben will, aber nie rum. Glaubst du denn, dass das jetzt einmal erst vorgefallen ist, oder ist das vielleicht öfters? Der Papa hat das oft gemacht. Und sie hat nichts gesagt und du hast es nicht gesehen, weil es vielleicht nicht so schlimm war wie beim letzten Mal. Können wir sicher gehen, dass es, ich sage jetzt mal nur in ganz dicken Anführungszeichen, dass es nur Schläge auf den Po waren? Oder gibt es weitere Vermutungen oder Ängste? Sicher gehen kann man nie, aber sie redet immer von den Schlägen auf dem Po und eben, dass sie auch schon mal gewürgt wurde. Ja, das Würgemal ist vorher auch schon mal in der Kindertagesstätte aufgefallen. Ja, nein, ich will auf was anderes hinaus. Kann man sicher sein, dass es keinen sexuellen Missbrauch gab? Da war bisher noch nicht die Rede von. Also weder von ihrer Seite noch, also dieser Arzt im Krankenhaus hatte sie sich also komplett auch angeguckt. Und hat davon also auch nichts gesagt oder geschrieben. Du kennst deinen Mann aus eigener bitterer Erfahrung, so wie ich das gerade gehört habe. Ja. Und aufgrund dessen wundert dich das gar nicht so sehr, was da vorgefallen ist. Nein, ich hatte die ganze Zeit Angst, dass irgendwas kommt. Darauf wollte ich hinaus. Hatte das auch im Prozess erwähnt und es hat mir nichts genutzt, weil ich keine Beweise hatte, weil ich selber nie beim Arzt gewesen war. Also die Sorge war dann immer schon da, die ganzen 2,5 Jahre. Und was ja auch belastend ist, stelle ich mir vor. Ne? Wenn man so eine Sorge hat und das liegt so in der Luft, man kann es nicht beweisen. Und aber dann kann man ja jetzt sagen, dass die Dinge sich, abgesehen von den Zwischenfällen, die das Kind hat aushalten müssen, doch jetzt zum Positiven hinfügen, nämlich dass du das Kind bekommst und auch das Aufenthaltsrecht dann zugesprochen bekommst. Wie gesagt, es ist erstens noch nicht sicher. Dann kommt noch dazu, natürlich habe ich immer noch Angst, dass er irgendwann hier auf der Matte steht. Hat er denn jetzt irgendwann nochmal bei dir angerufen und hat dich beschimpft, was du da... Also was direkt war, er hat dann selben Nachmittag noch angerufen gehabt, gestern, und wollte wissen, wann ich sie genau bringe. Und da war ich aber zum Glück, konnte ich nicht schnell genug ans Telefon gehen. Da saß ich nämlich noch mal bei meiner Anwältin und wartete auf die einstweilige Verfügung. Später hat er nochmal angerufen und da habe ich es ihm dann sagen müssen. Und hat er direkt gedroht mit diversen Anzeigen wegen Verleumdung und Kindesentziehung. Aber definitiv. Und gestern und heute Abend hat er angerufen und gefragt, ob er dem Kind gute Nacht sagen will, kann. Und kann er? Nein. Also ich möchte im Moment keinen Kontakt zwischen den beiden herstellen. Ich habe auch Angst, dass er ihr dann irgendwelche Sachen androht. Aber wir stellen nochmal klar, seitdem du das entdeckt hast, ist das Kind definitiv bei dir, ne? Ja. Ja, damit da kein Missverständnis aufkommt. So, Heike, jetzt wünsche ich, dass bei der Verhandlung, nächste Woche sagst du, ist die Verhandlung, dass da so entschieden wird, dass es das Richtige ist für dein Kind. Ne? Das ist doch ein guter Wunsch. Danke. Und drücken wir alle gemeinsam die Daumen. Danke. Alles Liebe, alles Gute dir. Und dem Kind natürlich auch, der Kleinen. Birte heißt sie, sagst du. Birte, ne? Sagtest du. Alles Liebe euch beiden. Danke. Auf Wiederhören. Wiederhören. Tschüss. Peter, 42 Jahre. Guten Morgen. Hallo Peter. Hallo. Jo. Peter, warum hast du angerufen? Ja, ich habe angerufen, weil ich in meiner Beziehung gewisse Konflikte habe. Ich bin 42 Jahre alt und lebe seit 25 Jahren jetzt in einer
sehr, sehr harmonischen Beziehung mit meiner Lebenspartnerin. Mhm. Gibt es Kinder? Gibt es keine. Ja. Und bei mir ist es aber schon im Grunde seit Jugendbeinen so, dass ich etwas bisexuell angehaucht bin. Ja. Und diese Bisexualität auch immer wieder auslebe, was im Moment so... Auch ausgelebt hast in den 25 Jahren? In den 25 Jahren, ja. Ja, immer wieder. Heinrich, wusste deine Frau davon? Nein. Na, wie hast du es ausgelebt? In der Regel, ich bin sehr viel unterwegs. Und wenn ich jetzt in anderen Städten war, dort auch übernachtet habe, habe ich halt geschaut, ob etwas ginge und habe es dort ausgelebt. Ja, das waren dann so anonyme Sexgeschichten mit Männern, die du nur einmal dann gesehen hast und das war's. Richtig. Ja, es gab also keine lange irgendwie eine lange Affäre mit einem Mann oder eine längere Sexbeziehung. Es waren immer fremde Männer. Es waren immer fremde Männer. Ich habe immer ganz gut darauf geachtet, dass also mit Kondom gearbeitet wurde, um Ansteckungsgefahren so niedrig wie nur gerade möglich zu halten. Verstehe, das ist auch sehr löblich und das ist das Mindeste, glaube ich, was man machen muss, wenn man schon sowas, wenn man schon so eine Parallelwelt lebt. Wenn du mir eine Zahl nennen könntest, in den 25 Jahren Ehe, mit wie vielen Männern hast du Sex gehabt, neben deiner Ehe? Das ist natürlich jetzt schwer, eine Zahl zu sagen, aber ich sage mal, wenn ich einen im Monat sage, ist es mit Sicherheit nicht übertrieben. Mhm. Dann rechnen wir einfach mal auf, 12 mal 25, kommen wir schon auf eine stattliche Zahl. Ja. Ja. So, nun sind 25 Jahre rum, eine harmonische Ehe, sagst du, und heute rufst du bei mir an und erzählst das. Ich gehe mal davon aus, dass das kaum jemand weiß. Richtig. Um nicht zu fragen, wer weiß das eigentlich? Gibt es irgendeinen Freund, einen Vertrauten, der darüber informiert ist? Gar keinen. Niemanden? Das heißt, du erzählst das jetzt zum allerersten Mal in deinem Leben? Richtig. Warum erzählst du es bei mir? Aus einem ganz einfachen Grund, weil es mir immer schwerer fällt, dieses Geheimnis zu hüten. Ich Angst davor habe, dass irgendjemand mal hinter dieses Geheimnis kommt und mich outen könnte und dieses Outing zu meiner Lebensgefährtin kommen würde. Wobei du jetzt natürlich ein hohes Risiko eingehst, ne, indem du hier anrufst und auch in der Öffentlichkeit darüber sprichst. Ja, wobei ich meine, dass es doch noch relativ anonym ist, wo ich also keine große Angst haben muss, da rauszukommen. Warum meinst du denn, warum ist die Angst jetzt größer als, sagen wir mal, noch vor 10 Jahren? Ich glaube, weil man ängstlicher wird, je älter man wird. Kann es auch sein, dass einfach, ich habe das gerade so verstanden, dass du deine Frau schon sehr magst und schätzt. Ja. Und dass vielleicht auch so im Laufe der Jahre das Gewissen irgendwie immer mehr, so Millimeter für Millimeter mehr belastet wird? Richtig. Ja. So ist es. Mhm. Wenn du bei dir in eurer Stadt bist und eben nicht unterwegs, wie du es gerade erzählt hast, holst du dir da auch irgendwelche Sexkontakte in deiner Heimatstadt? Nein. Das nicht, immer nur, wenn du unterwegs bist? Ja. Mhm. Wie würde denn deine Frau darauf reagieren, wenn sie das erfahren würde? Also meiner Einschätzung nach wäre das das Aus für unsere Beziehung. Mhm. Auch nach 25 Jahren, ich könnte auch das verstehen, weil ich sie 25 Jahre lang hintergangen habe. Ja, und, hast du. Eine riesen Kluft zwischen zwei Personen entstanden ist, ist für mich ganz klar. Und ich könnte sie verstehen, es würde mir aber wiederum sehr, sehr wehtun. Ist mir klar. War es wirklich von Anfang an so, von der ersten Kennenlernzeit an, dass du parallel dann Männergeschichten laufen hattest, neben deiner Frau? Ich sage jetzt mal, die ersten 5 Jahre nein. Die ersten 5 Jahre? Die ersten 5 Jahre nein, dann kam ich in eine Clique mit rein, wo Homosexualität, wo Bisexualität etwas offener gelebt wurde. Meine Lebenspartnerin hat sich aus dem Ganzen
von vornherein ausgeklickt. Die hat gesagt, für mich gibt es nur eines, das ist mein Mann. Ja. Und dieser Linie ein bisschen mitgeschwommen. Achso, das heißt, ganz früher hattest du diese Veranlagung noch nicht ausgelebt, sondern erst durch den Kontakt mit diesen gerade besagten Leuten. Richtig, genau, ja, so ist es. So, jetzt steht man natürlich da vor einem wahnsinnigen Berg, will ich mal so sagen. Wir sind 25 Jahre Ehe, da ist eine Frau, die man liebt, die man verehrt, die man respektiert. Aber da sind auch 25 Jahre Betrug und Hintergehung. Was natürlich die Frau, wenn sie es erfahren würde, abgrundtief schrecklich fände, was man ja auch versteht, weil ihr ganzes Leben dadurch beschädigt würde, wenn sie ihre Vergangenheit Revue passieren lässt. Ja. Was macht man jetzt? Was macht man jetzt? Nur darüber sprechen ist nicht die Lösung. Bist du denn bereit und willens, eine Lösung zu finden, etwas zu verändern, wie auch immer? Ja, ich bin dazu bereit, weil ich der Meinung bin, dass es so, wie es jetzt ist, für beide Seiten nicht mehr akzeptabel ist. Mhm. So, was haben wir denn für Möglichkeiten? Was haben wir denn für Alternativen? Wir haben die brachiale Alternative zu sagen, du sprichst mit deiner Frau und erzählst dir alles und beichtest alles. Ja. So. Dann hat man eventuell die andere Alternative, dass du sagst, mir ist die Loyalität zu meiner Frau so wichtig, ich habe schon so viel Schuld auf mich genommen, ich verzichte jetzt darauf und widme mich hoffentlich für die nächsten 25 Jahre absolut meiner Frau und bin ihr treu. Könntest du das? Ich glaube ja. Oder es gäbe eine dritte Alternative, dass du dich trennst von deiner Frau, es ihr nicht sagst und dein Leben einfach frei weiterlebst. Mhm. Mehr sehe ich nicht. Ich finde es schön, dass du gerade gesagt hast, ich glaube ja, das könnte ich. Ja, ich glaube ja, ich könnte es, weil die Liebe zwischen meiner Frau und mir wirklich was Einzigartiges ist. Wenn man aber 25 Jahre sowas gemacht hat, ist das natürlich ein ritualisiertes Verhalten. Das ist so eingebrannt bei dir. Ja. Ist die Frage, ob du das wirklich schaffst, mit einer großen Disziplin das dann sein zu lassen. Das weiß ich nicht, was für ein Typ du bist. So geht es, so finde ich es ganz schlimm, was du da machst. Das ist eine Beschmutzung deiner Beziehung. Ja. Wenn du von Liebe sprichst zu deiner Frau, ist das eine schwere Beschmutzung. Sehe ich leider auch so. Ja. Ja, aber was heißt leider? Es ist auch schon mal ganz gut, dass du es so siehst. Wenn du es nicht mal so sehen würdest, dann wäre es noch schwieriger, irgendwie eine Lösung zu finden. Diese Option der Trennung, das ist überhaupt kein Thema für dich. Nee. Mhm. Da sind wir die 25 Jahre, die wir miteinander verbracht haben, viel zu wichtig. Alles, was wir gemeinsam aufgebaut haben, die ganzen schönen Zeiten, die wir hatten, das ist mir viel zu wichtig. Ich glaube, da ist das andere, das waren einmalige Sachen. Ich habe dazu keinem mehr irgendeinen Kontakt. Mhm. Das war etwas, das ist gelaufen. Du hast ja auch nie in einen Mann verliebt. Nein, das war... Gäbe es denn, Peter, die Möglichkeit, ich denke gerade noch über andere Varianten nach. Mhm. Du bleibst bei deiner Frau, du unterlässt diesen anonymen, heimlichen Sex, aber du machst den Vorschlag, dass ihr vielleicht in euer Sexualleben etwas mehr vielleicht Pep und Wind reinkriegt, indem ihr, ich weiß nicht, Stichwort Zwingerclub oder irgendetwas macht. Wäre sie da zugänglich, dass du sie quasi mit einbeziehst in andere Dinge, die dich noch interessieren? Nein. Nein, definitiv. Nein, definitiv nein. Ist denn das Sexualleben mit ihr in dieser Welt mit deiner Frau für dich in Ordnung? Super in Ordnung. Super in Ordnung, sogar. Das muss ich ganz klar sagen. Mir geht in der sexuellen Beziehung Mann-Frau nichts ab. Du bist wirklich ein klassischer bisexueller Mann. Richtig. Ne, der genauso auf Frauen steht wie sexuell zumindest auf Männer. Es gibt Sachen, die laufen zwischen Mann und Frau besser und es gibt Sachen, die laufen zwischen Mann und Mann besser. So, das habe ich mittlerweile so gelernt und ich habe immer ganz klare Abstriche genommen, auch wenn man meine
Freundin fragt, weil ich ja da auch mal so hinterfragt habe, wie sieht das aus, bist du mit dem Sex zufrieden, ja. Häufigkeit, Qualität, Quantität und so weiter. Und sie hat gesagt, nee, sie könnte sich nichts Besseres wünschen. Also Peter, davon aus, ich finde, dass man, ich sage immer, dass man sich irgendwie auch im Leben entscheiden muss und dann auch auf Dinge verzichten muss, wenn einem etwas anderes wichtiger ist. Ja. Nach diesem Gespräch, was ich jetzt mit dir geführt habe, finde ich, dass du auf jeden Fall diesen Weg probieren solltest, den wir gerade besprochen haben. Nämlich, dass du einen Schnitt machst zu deinem vergangenen Leben, dass das eben nicht mehr vorkommt, dass du dich für deine Frau entscheidest. Und schweige, tu es ihr nicht an, sag's nicht. Aber entscheide dich für deine Frau. Ja. Und versuche all das gut zu machen, jetzt durch ein treues Leben, was du Schlechtes getan hast. Mhm. Ich wünsche dir viel Glück dabei. Ja, ich werde es versuchen. Alles Liebe. Ja, gut, danke. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, morgen haben wir ein Thema. Morgen heißt das Thema, wie sage ich es meinem Partner? Wäre vielleicht gerade auch so ein Kandidat gewesen, der Peter. Wenn ihr irgendetwas habt in eurem Leben, ein Geheimnis, ein Geständnis, weiß ich was, was ihr eigentlich doch eurem Partner sagen wollt, aber nicht wisst, wie ihr es ihm sagen sollt, oder vielleicht auch nicht so ganz sicher seid, ob ihr es ihm sagen sollt, dann ist das morgen eure Stunde vielleicht hier zwischen 1 und 2 bei Domian. Da heißt das Thema nämlich, wie sage ich es meinem Partner? Ihr könnt jetzt schon natürlich dazu mailen unter domian@wdr.de. Heute ist die Sendung frei, heute ist die Sendung offen für alle eure Themen, die euch interessieren. Janine. Hallo. 19. Ja, hallo. Ja, hi. Um was geht's bei dir? Ja, und zwar, ich bin seit 7 Monaten jetzt mit meinem Freund zusammen. Ja. Und ich habe sozusagen eine zweite Persönlichkeit, wovon er nichts weiß. Und zwar, wir haben uns damals halt geschworen, dass wir ewig treu sind, weil wir beide immer auf die Fresse geflogen sind. Mhm. Er wurde verarscht, ich wurde verarscht. Und dann habe ich halt von was Neuem erfahren und das ist halt eine KitKat-Party. Und die findet einmal in Berlin statt und einmal in Köln. Und seitdem ich einmal da war, gehe ich halt immer hin und quasi, ich bin süchtig danach. Jetzt müssen wir mal den Menschen draußen im Lande erzählen, die das nicht wissen, was das ist. Was ist eine KitKat-Party? Das ist eine ziemlich Schweinerei, ne? Erzähl du mal. Genau, also auf den ersten Blick, man kommt rein. Es ist ganz normal, wie in jeder Diskothek. Mhm. Man kann trinken, man kann sich unterhalten, man kann tanzen. Und wenn man halt weiter nach hinten durchgeht, da gibt's dann auch halt Separés, in diesem, wo ich hingehe, sind halt 2, mhm, wo halt Vorhänge sind und da geht's dann richtig ab, da wird dann gefummelt. Und da gibt's knallharten Sex? Ganz genau. Ja, mit allen möglichen Leuten, Gruppensex oder mit alles, ne? Alles, was man sich vorstellen kann. Ja, da treffen sich Leute, völlig fremde Menschen, die tanzen, die haben ihren Spaß, die machen ein bisschen Sex zwischendurch, dann gehen sie wieder tanzen. Naja, was heißt völlig fremd? Also es gibt ja auch eine Community. Ja. Und aber da tauchen halt auch immer wieder fremde Leute auf. Richtig. Mhm. Und das Publikum ist halt bis oben hin voll. Also es gibt da jetzt nicht nur 30-Jährige oder nur 20-Jährige, ja, sondern richtig durch. Es jedes ist Alter. Gut gemixt? Sehr gut, ja. Und da hast du dann Sex? Genau, und davon weiß er halt nichts. Und warum nimmst du ihn nicht mit dahin? Naja, ich weiß nicht, weil er hat halt nie, ich muss dazu sagen, ich bin seine erste Freundin und ich bin auch die erste, mit dem er je Sex hatte. Mhm. Und da fällt der ja aus allen Wolken, wenn er das irgendwann mal erfährt. Ja, und das ist halt so, er hat halt immer die Frauen kennengelernt und die haben sie halt immer super verarscht, deswegen ist er auch gar nicht in eine Beziehung eingegangen. Mhm. Wie alt ist er denn? 22. 22? Ja. Mhm. So, 7 Monate bist du mit ihm zusammen. 7. Und 7, genau. Und seit wann, solange ihr zusammen seid, gehst du jetzt auf diese Sexpartys? Seit 5 Monaten. Seit 5 Monaten. Wie bist du darauf gekommen? Da geht man ja auch nicht so ganz einfach mal hin. Hat dich da jemand mit hingeholt, hingezerrt? Nee, ich habe irgendwann mal einen Flyer davon gefunden, beziehungsweise gesehen, habe es mitgenommen. Ja. Und ich habe mir gedacht, naja, hört sich ja gar nicht mal so schlecht an. Ja. So eine Fetischparty, ja, sehr sinnvoll, mit Stil. Und ich bin dann mal spontan mit einer Freundin hingegangen. Ach so, auf Eigeninitiative hast du gesagt, auch komm Freundin, lass uns mal da hingehen. Klar, weil was Neues, Spontanität, sofort hin. Hast du denn hast du einen Fetisch oder bist du irgendwie ausgerichtet, SM-mäßig irgendwie? Also SM würde ich jetzt nicht unbedingt
sagen, nee, okay, ich bin zwar von der Art her recht dominant, aber so vom Fetisch her würde ich schon so Bondage und Lackmäßig was. Das heißt, auf diese Partys, auf die Sexpartys gehst du dann auch ziemlich aufgebrezelt mit schicken Lederklamotten und sexy. Überwiegend in Lack. Ja. Wie oft passiert das so? Einmal im Monat oder? Genau. Ja. Und da kommt es dann oder ist es dann in diesen Monaten und in diesen Besuchen richtig zu auch Geschlechtsverkehr gekommen? Zwischen dir und irgendwelchen Menschen? Also jetzt nicht unbedingt auf jeder Party, aber es kam einige Male dazu, ja. Ja. Und auch mehrmals an einem Abend. Ja. Und auch nicht nur mit Männern. Ach, das auch mit Frauen? Genau, und auch nicht nur mit einem Mann, auch schon mal zwei, drei. Wie ist es da mit schützt du dich wenigstens? Das auf jeden Fall. Also da wird auch sehr drauf geachtet, es sei denn, man geht als Pärchen hin, klar. Wer macht es da mit Kondom? Ja. Nee, also man kriegt da auch überall Kondome und die Männer haben meistens auch eins dabei oder mehrere. Du hast gerade gesagt, diese Partys finden in Berlin und in Köln statt. Wohnst du in einer dieser Städte? Nee, ich wohne in Dortmund und wir fahren dann immer nach Köln runter. Aber nicht nach Berlin? Nee. Was erzählst du deinem Freund, wenn du auf die Sexparty fährst? Das Problem momentan bei ihm ist, am Wochenende können wir uns eh nicht sehen. Er macht gerade sein Abitur nach und... Ja, er geht seinen Weg am Wochenende und ich gehe halt meinen Weg. Ja gut, aber man erzählt ja irgendwas. Dann sagst du, ich war mit meiner Freundin im Kino oder im Café. Irgendwie sowas. Irgendwas. Ich gehe zu einer Party, einer Geburtstagsparty oder ich bleib zu Hause. Hast du dann hinterher oder währenddessen, während du da zugange bist, ein schlechtes Gewissen? Oder hinterher zumindest? Also wenn man dabei ist, denkt man da gar nicht dran. Das ist ja quasi eine ganz andere Welt. Und klar, wenn ich dann zu Hause bin, denke ich schon, ewige Treue haben wir uns geschworen. Und das habt ihr euch sogar geschworen, ne? Ja. Weil ihr schlechte Erfahrungen gemacht habt. Wie würdest du denn deine Gefühle zu deinem Freund schildern? Es ist ja noch eine frische Angelegenheit. Sieben Monate ist ja nicht so lang. Sicher, also bei uns, wir haben uns kennengelernt, das war wie Liebe auf den ersten Blick. Ich liebe ihn auch wirklich, ohne Ende. Ohne Ende? Ja. Nee, ist eine wichtige Aussage, will ich hören. Also ich will so eine klare Aussage hören, wenn du sagst, ich liebe den ohne Ende. Ja, nur... Mir fehlt halt was in der Beziehung. Nämlich? Beziehungsweise beim Sex. Er ist eintönig. Aber ich denke mal, das liegt vielleicht daran, dass er noch nicht so viele Erfahrungen hatte. Ja, aber dann ist das, ich finde den Weg, den du jetzt gehst, Janine, finde ich einen falschen Weg. Dann, finde ich, musst du ihn in irgendeiner Weise mit einbeziehen. Oder du musst zumindest auch deinen Unmut kundtun, dass das mit dem Sex nicht so richtig läuft. Aber jetzt hast du da deinen Mund überhaupt nicht aufgemacht bei deiner großen Liebe. Und baust dir parallel so eine Nebenwelt auf. Ja, wir haben ja öfters darüber gesprochen, aber irgendwie komme ich ja auch nicht an ihn ran. Ja, zum Beispiel hast du ihm nicht mal erzählt, hey, ich habe ja gehört von so einer Party, wollen wir da mal zusammen hingehen? Hast du nicht gesagt? Nee. So, das ist schon der erste große Fehler gewesen. Ja, dann kommt aber direkt von ihm, ja, nein, da kriege ich Tripper, da kriege ich AIDS, da kriege ich sonst was. Kann man ja drüber reden, man kann ja erklären, dass man sich da schützen kann. Ja, sicher. Ne? Ich will nur darauf hinaus, dass dieses, was da jetzt im Moment läuft, ist nicht der richtige Weg. Definitiv nicht. Ja, aber wie soll ich es ihm klar machen? Ich weiß ja nicht wie, das ist es ja. Ja, aber du kannst es nicht so weiterlaufen lassen. Wenn du zu mir sagst, ich liebe den ohne Ende. Mensch, was ist das für eine Aussage? Ich liebe den ohne Ende. Da kann ich doch nicht alle 4 Wochen oder alle 3 Wochen auf eine völlig abgefahrene, anonyme Sexparty gehen, ohne dass er es weiß. Nichts gegen diese Sexpartys, finde ich auch in Ordnung. Aber das muss dann in einer Offenheit geschehen. Stell dir mal vor, da ist irgendein Kumpel von ihm, der dich zufällig kennt und das sickert dann zu ihm hin, wie du dann dastehst. Kann passieren. Dortmund, Köln ist nicht die große Entfernung. Dass da auch Leute sind, es gibt die verrücktesten Zufälle, du weißt es. Ja, sicher. Ja. So, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Ja, dumm gelaufen, würde ich sagen. Du willst auf jeden Fall mit dem Mann zusammenbleiben. Ja. Da gibt's gar nichts zu reden. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Du willst auch weiter auf die Sexpartys. Ja, sicher, irgendwo schon, weil das ist Abwechslung. Ja, aber das ist genau das gleiche wieder mit Peter vorhin. Man kann eben nicht alles haben. Und dann auch noch auf der heimlichen Basis. Dann sag ihm verdammt nochmal, pass mal auf, der Sex mit dir ist mir zu langweilig. Ich finde dich klasse, du bist die größte Liebe meines Lebens. Ich finde dich auch attraktiv und geil. Aber mir bringt's noch nicht genug was. Da muss ein bisschen mehr Wind in unser Sexleben. Ich habe davon gehört, dass da sowas ist. Komm, wir fahren mal dahin.
Ja, aber wenn ich ihm das doch nur so sage und ihm das andere verschweige, dann bringt das doch auch nichts. Ja, das ist jetzt genau die Frage. Sollst du ihm beichten, dass du da schon ein paar Mal warst? Das wäre natürlich die sauberste Lösung. Und bei einer so relativ kurzen Zeit, wo ihr zusammen seid, würde ich das auch vorschlagen. Vorhin der Fall, die waren 25 Jahre zusammen, da ist das, muss man ein bisschen differenzierter rangehen. Der verliert natürlich den Glauben an die Frauen, wenn du ihm das erzählst. Ja, auf jeden Fall. Wahrscheinlich, ne? Ja. Ja. Also könnte man ja eventuell das versuchen so zu machen, dass du ihn erstmal versuchst damit hinzunehmen und erstmal nichts sagst. Wobei dann natürlich auch da die Gefahr ist, du sagst, da ist eine Community, dass dich da jemand erkennt und er ist dabei und dann fragt er, hä, wieso kennen die dich? Und schwuppdiwupp ist die Wahrheit auch wieder, ist die Lüge auch wieder aufgeflogen. Ja, die aus der Community kennen mich ja nicht. Ich weiß zwar, dass es eine gibt und ja, dass da auch teilweise viele hingehen, aber ich kenne da jetzt gar das nicht. Das Allertollste, Janine, wär ein richtiges, wirklich hartes, knallhartes Geständnis. Verbunden mit der Liebeserklärung an ihn. Und verbunden mit der Aussage, ich will mit dir zusammen sein. Aber lass uns zusammen solche Schweinereien machen, finde ich, stehe ich drauf. Aber bitte verzeih mir, aber ich muss es dir jetzt sagen. Das wäre das Allerbeste. Alles andere ist Kuddelmuddel und Muckserei und dann kommt dann doch irgendwie was raus und das ist eigentlich, du hast es ja eingebrockt und eigentlich müsstest du es so jetzt auch wieder versuchen rauszuholen. Ja, versuchen will ich es ja schon und ich stehe ja auch dazu. Ja, dann mach es. Dann mach es. Und je eher du es machst, desto besser. Wenn du nämlich jetzt noch, weiß ich, noch 7 Monate vergehen lässt und klar, ne, desto mehr Lügen entstehen da und desto schwieriger wird es. Das schon war. Also, mailst du mir mal, wie es ausgegangen ist? Würde mich sehr interessieren. Das mache ich. Das fände ich sehr toll. Alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Ciao. Mia, die Mia, 18 Jahre, guten Morgen. Hallo. Hallo Mia. Um was geht's bei dir? Und zwar, ich habe ein großes Problem. Besser gesagt, ich lebe mit einer Lüge. Oh. Ich bin momentan mit meinem Freund zusammen, schon seit 2 Jahren. Gehst du aber nicht auf Sexpartys? Nein. Und ich habe schon ein Kind, das ist 7 Monate alt. Aber das weiß. Das ist aber nicht von meinem Freund, sondern von einem anderen. Aber das weiß dein Freund? Indirekt. Ich habe ihm mal erzählt, ich hatte einen One-Night-Stand. Mhm. Und er akzeptiert das Kind. Und er hat auch gesagt, er will keinen Vaterschaftstest machen. Ja. Und er ist halt einfach für den Kleinen der Papa. So, die Lüge, ja, von der du gerade gesprochen hast, das ist jetzt die Geschichte mit dem Kind. Genau. Also das heißt, die Lüge, die große Lüge ist, ich bin am Anfang von unserer, also was heißt Anfang letztes Jahr, zweigleisig gefahren mit einem Arbeitskollegen, von dem das Kind auch ist. Mhm. Und der Arbeitskollege weiß auch Bescheid, er weiß, dass er Papa ist, aber es scheint ihn nicht zu interessieren. Ja, und dein Freund wusste von diesem Arbeitskollegenverhältnis nichts? Wie bitte? Dein Freund wusste von dem Verhältnis zu seinem Arbeitskind nichts, gar nichts. Nein, den habe ich erzählt, ich war in der Disco, ja, und hatte einen One-Night-Stand. Und daraus ist das Kind entstanden, hast du genau gesagt. Also ich habe gesagt, ich weiß es nicht, es kann sein, dass es der ist oder der. So, dann hast du den Kontakt mit dem Arbeitskollegen abgebrochen? Genau. Also ich war auch mit ihm zusammen, er dachte, wir sind zusammen, der wollte auch, dass wir zusammenziehen. Ja. Und dann habe ich Panik gekriegt und habe das Ganze beendet. Aber du warst mit dem zusammen? Aber du warst auch zu der Zeit schon mit deinem Freund zusammen? Genau. Also du hast 2 Männer gehabt damals? Genau. Wie lange, um mir das zeitlich vor Augen zu führen, wie lange lief das parallel? Ungefähr. 5 Monate. So lange? Ja, und dann... Und das haben die beiden nicht mitbekommen, dass das... Also jeder hatte gedacht, du bist seine Freundin. Außer der Arbeitskollege, der wusste, dass ich einen Freund habe. Aber dem habe ich erzählt, dass da Schluss ist. Achso, aber der wusste nicht wiederum, das ist wie kompliziert, der wusste nicht, dass dein Freund sein Arbeitskollege ist. Nee, die waren nicht Arbeitskollegen, das war mein Arbeitskollege. Ach, dein Arbeitskollege, das verstehe. Ja, ja. Verstehe. So, okay, 5 Monate lief das parallel, dann hast du dich von deinem Arbeitskollegen verabschiedet. Bist aber schwanger gewesen und geworden von ihm. Genau. Und du bist ganz sicher, dass er der Vater ist und nicht dein jetziger Freund? Da bin ich mir zu 100% sicher. Wie kommt das, dass du dir 100% sicher bist? Weil in der Zeit hat es auch ein bisschen gekriselt mit meinem Freund und mit mir und ja, wir hatten da auch keinen Sex miteinander. Da hatte ich nur, okay, Sex mit einem Arbeitskollegen. Dann kann man sicher sein, dass es so war. Genau. So, jetzt bist du mit deinem Freund, wohnst du mit deinem Freund auch zusammen? Ja. Wie alt ist der?
28. 28. Und der hat das Kind akzeptiert, obwohl es nicht von ihm ist. Genau. Das Kind, also ich denke, er kann, es ist ja eine, er denkt eine Chance von 50-50 ist es. Mhm. Aber ich glaube, der verdrängt es eher. Ja. Also er ist aber für den Kleinen da und sagt auch immer zu den anderen Leuten, er ist der Papa und... Ja. So, jetzt ist mir die Lüge nicht so ganz klar. Er weiß ja auf jeden Fall, dass es von jemand anderem ist. Er weiß zwar nicht, dass es von deinem Arbeitskollegen ist. Aber und das meinst du, ist jetzt die Lüge, mit der du lebst? Dass er, dein Freund, nicht weiß, dass ja, das... Ja, weil ich habe ihn ja eigentlich angelogen. Ich habe gesagt, das war One-Night-Stand. Aber in Wirklichkeit war ich 5 Monate parallel mit einem anderen zusammen. Das Kind ist 7 Monate alt, sagst du? Mhm. Ja. Ich muss mal sagen, dass du da einen tollen Freund hast, wenn dein Freund das so hinnimmt und dann auch noch ganz nett und sich liebevoll mit dem Kind beschäftigt und das Kind annimmt. Ja, das ist ja alles schön und gut, aber wir haben auch unsere Differenzen in der Beziehung. Er ist auch öfter schon fremdgegangen, also das kommt auch noch dazu und ich glaube, momentan ist unsere Beziehung ziemlich am Ende. Wir wollten auch jetzt umziehen in eine größere Wohnung. Mhm. Und da zieht er jetzt zum Beispiel nicht mehr mit. Ach so, das heißt, die Beziehung entwickelt sich eh auseinander oder entfernt sich? Es läuft momentan überhaupt nicht mehr gut. Ja. Ich weiß auch nicht, an was das liegt. Wir streiten wieder Dinge. Aber dann könnte sich die ganze Sache ja schon von alleine erledigen, nämlich dass die Beziehung letztendlich auseinanderbricht. Ohne dass du rein Wein eingeschenkt hast zum Beispiel. Ja, es ist aber trotzdem blöd so zu leben und wir lieben uns ja noch und das ist ja auch jetzt gesagt, dass es auseinander geht. So, da könnte man ja auch sagen, okay, der ist mir noch wichtig, sagst du, ne? Mhm. Der ist mir noch wichtig, aber wenn das Ganze eine Chance haben soll und man nochmal quasi von unten anfängt, dann aber auch auf der Basis wirklich ganz klarer Verhältnisse. Finde ich einen guten Ansatz. Ja, weil mir geht es auch darum, die Wahrheit kommt ja sowieso immer irgendwann mal raus. Und wenn es erst in 3-4 Jahren ist. Ja. Ja, eben, darauf will ich ja hinaus. Also wenn ihr jetzt nochmal neu vielleicht euch zusammenfindet, das aber auf der Basis einer ganz klaren Grundlage, nämlich dass du ihm dieses jetzt endlich mal alles gestehst. So meine ich's. Genau. Aber ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, weil wie ich meinen Freund kenne, dann ist sowieso Schluss. Ja, aber dann, Amir, dann ist es so. Wie du gerade schon gesagt hast, dann irgendwann kommt es vielleicht ja doch raus. Und wie schlimm ist es dann? Dann lieber jetzt wirklich vielleicht auch mit Schrecken auseinandergehen und mit großem Krach, als sich nochmal da mehrere Jahre eventuell durch so eine Lüge zu wursteln. Es war ja auch schon öfters die Rede davon, dass wir uns trennen, aber irgendwie traut sich keiner von uns beiden so richtig. Es wird immer nur davon geredet. Mhm. Aber deswegen sagte ich gerade, das ist doch eigentlich auch nochmal ein schöner Ansatz. Wenn du ihm sagst, pass mal auf, möchtest du denn mit ihm zusammen sein eigentlich noch? Eigentlich ja, aber wenn ich auch ehrlich bin, das große Problem ist ja auch noch daran, dass ich an meinem Arbeitskollegen immer noch hänge. Wir haben uns jetzt auch seitdem nicht mehr gesehen. Nur einmal hat er den Kleinen gesehen. Mhm. Aber irgendwie bekomme ich diesen Mann nicht mehr aus meinem Kopf. So, dann wirst du... Und ich traue mich das ihm auch nicht sagen. Weil wenn es nach mir geht, möchte ich ihn eigentlich zurück und das mit meinem jetzigen Freund beenden. So, das war jetzt schon die Lösung des Problems. Das war es, Mia, was du jetzt gerade gesagt hast. Das war es. Ja, wenn das alles so funktionieren würde, würde ja schön sein. Nein, 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 nein. Ja, natürlich. Du kannst natürlich nicht, du kriegst nicht die Versicherung, wenn ich das mache, dann passiert auch das. Aber wir haben uns jetzt erstmal über deine Beziehung mit deinem jetzigen Freund unterhalten. Und so wie du es jetzt gerade formuliert hast, sagt mir das, dass die Sache letztendlich tot ist. Dass da nicht mehr viel gebacken ist. Ist ja auch nicht mehr so. Ja. So, und dann kannst du jetzt zum Schluss, vielleicht zum guten Schluss, auch noch gänzlich die Wahrheit sagen, aber die besiegelt dann wahrscheinlich wirklich euer Ende. Aber worauf es ankommt, ist, diese Beziehung, von der du mir jetzt erzählt hast, die hat keine Zukunft mehr. Und da musst du raus. Und was dann passiert, das muss man sehen, ob du deinen Arbeitskollegen wieder kriegst oder nicht. Aber du musst erstmal für dich klar Schiff machen in deinem Leben. Im Moment ist das nicht klar geordnet. Nee, also innerlich kann ich auch langsam nicht mehr damit leben. Also es ist echt momentan so, dass ich auch jede Nacht echt im Bett liege neben meinem Freund und heul. Mhm. Weil mich das alles so belastet. So, Mia, und der erste Schritt wird jetzt sein,
damit du etwas entlastet wirst, dass du deinem Freund diese reine Wahrheit einschenkst von dem Arbeitskollegen. Und dann wird das Ganze schon ein Selbstläufer werden und es wird sich entwickeln. Ich vermute, es entwickelt sich dann zu einer Trennung hin. Aber das ist der erste Schritt. Mach den. Unbedingt. Naja, und er wollte ja auch jetzt Probezeit haben, dass ich erstmal alleine in die neue Wohnung gehe und er kommt danach. Ja. Aber da geht es dann sowieso auseinander, das weiß ich jetzt schon. So, und du sagst es ihm und dann gucken wir weiter, wie es sich entwickelt. Okay. Alles Gute. Okay, danke. Tschüss, Pia. Tschüss. Hier ist Olaf und Olaf ist 40. Hallo Olaf. Hallo du. Ja. Also bei mir geht's genau genommen weit. Oh, die Leitung ist ganz schlecht. Du gehst mal, telefonierst du mit dem Handy? Ja. Dann geh mal bitte ans Fenster, da ist der Empfang besser. Besser? So, ich hoffe, dass es blubbt immer so weg. Ist es jetzt besser? Fangen wir einfach an zu sprechen. Was ist dein Thema? Dann hören wir's. Udo Jürgens. Udo Jürgens? Ja. Ja. Der hat ja übermorgen seinen großen Ehrentag. Seinen großen Ehrentag, ja. Ja, er wird 70. Er wird 70. Und keiner sieht's ihm an. Genau. Und deine, also, und die Leitung ist jetzt wunderbar mit dir, so muss es sein. Dankeschön. Ja, also das ist einmal das Thema, also weil ich ein ganz großer Fan von ihm bin. Ich auch. Und, ich auch. Oh, toll. Ich auch. Ja, also er ist ein richtiges Idol für mich. Er ist ein ganz großer Entertainer. Ja. Er ist, ich würde fast sagen, der größte deutschsprachige Pop-Entertainer, den wir haben. Ja. Ne, können wir sagen. Der so viele Jahrzehnte sich gehalten hat und so tolle Sachen gemacht hat, ist grandios. Ja, und er macht das ja immer noch. Ja, und so jung geblieben ist. Ich habe ihn neulich bei Beckmann gesehen, nur bei Karner, bei Beckmann, glaube ich, war es. Ja, bei Beckmann. Es ist einfach ein toller Mann. Es ist ein toller Mann. Ja, und er ist immer noch kreativ. Ja. Und also er ist in diesem Punkt, den du gerade erwähnt hast, keiner sieht das ihm an, ist er für mich persönlich auch ein Vorbild, regelrechtes Vorbild. Also er ist nämlich richtig in Würde älter geworden. Ja. Also, und er hat auch mal gesagt, es geht nicht ums Altwerden, sondern es geht ums Älterwerden. Also er sieht da einen Unterschied zwischen Altwerden und Älterwerden. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Also Älterwerden ist kein Problem, aber Altwerden ist ein Problem. Also innerlich jung zu bleiben, das ist sehr wichtig. Du bist 40 Jahre alt, ist schon immer ein Fan von ihm gewesen, auch als du jung warst, oder waren das doch eher andere Musikrichtungen, die dich interessiert haben? Für mich war das große Ereignis, als ich ihn das erste Mal live gesehen habe. Er ist nämlich ein begnadeter Live-Künstler. Genau, ja. Und also das war 1980. Ja. Und das war gleichzeitig mein erstes Konzert, das ich überhaupt jemals gesehen habe. Ja. In Kiel in der Ostseehalle, und das hat mich total überwältigt. Also ich habe da eigentlich, habe ich mich von meiner Tante mehr oder weniger überreden lassen. Die war ein großer Udo-Fan, und ich fand nur dieses eine Lied, was da gerade aktuell war, Ich weiß, was ich will, das fand ich ganz gut. Ja. Und da habe ich mir gedacht, ja, okay, dann machst du es mal mit, weil die hat auch die Karte spendiert. Und da hat's gefunkt. Und da hat's total gefunkt. Also das Ganze drum und dran, also sagen, Bademantel und so weiter, das ist es. Ich erinnere mich, also als Jugendlicher, als Kind, war immer ZDF-Hitparade und so, war angesagt. Ja. Und ich glaube, das erste Lied, was ich von ihm so bewusst wahrgenommen habe und ich ganz toll fand, war Merci Chérie. Ja. Kennst du? Ja, ne, ja. Evergreen mittlerweile. Und ja, dann kam, ach, weiß ich was, griechischer Wein, all die ganzen großen Sachen. Und dann fand ich den immer toll, auch als ich dann so vom Schlager so wegkam, also als ich Schlager irgendwie dann doch mal blöd fand für eine gewisse Zeit, war Udo Jürgens aber immer so da, den ich weiter respektiert habe. Weil das war nicht nur so ein Schlageronkel, sondern das ist halt ein richtiger, toller Sänger. Ich sag immer, wenn der in Amerika gelebt hätte, wäre das so eine Art Frank Sinatra geworden. Oder ja, das ist unser das Frank Sinatra. Das ist auch sein Vorbild, obwohl ich eigentlich Udo da wird mich jeder für verrückt halten und hält mich auch jeder für verrückt. Aber ich halt Udo eigentlich für künstlerisch viel wertvoller als Frank Sinatra. Weil Frank Sinatra hat ja, was die meisten gar nicht wissen, keinen einzigen Song selber geschrieben. Und hat über 600 Kompositionen. Ja. Auf jeden Fall wäre er, wenn er in Amerika gelebt hätte, wäre ein Weltstar geworden. So mit der deutschen Sprache war das leider nicht möglich. Aber er ist ein großer europäischer Star. Und das ist ja auch toll so. Und das, aber er hat auch mit vielen Weltstars zusammengearbeitet. Ja, zum Beispiel mit Sammy Davis Jr. und Bing Crosby hat das letzte Lied, was er überhaupt aufgenommen hat, das war von Udo. Mhm.
eine Kompositur. Aber das zweite Thema wollte ich ja nochmal ganz kurz anreißen, ja? Das eigentlich damit in Verbindung steht. Und zwar die Diskussion um die Quote. Mhm. Da ist ja morgen die Anhörung im Bundestag, die Diskussion um die Quote der deutschsprachigen Produktion. Ach so, genau. Es gibt eine Diskussion, dass so und so viel Prozent deutsche Lieder in den Radiostationen gespielt werden sollen. Deutschsprachige Lieder. In Frankreich ist das schon so. Ja, und generell bin ich eigentlich gegen Quoten. Aber in diesem Fall finde ich es eigentlich notwendig. Finde ich auch, muss ich auch sagen. Weil es ist derartig schlimm, was da im Radio teilweise abläuft. Sehe ich genauso. Also, das ist wir wollen eine Lanze brechen für die deutschsprachige Musik. Das ist nicht nur immer Schlager oder so, was man sich immer so vorstellt. Es gibt so tolle Bands, die auf Deutsch singen und die einfach keine Chance im Moment in Deutschland haben, weil wir zu gemüllt werden mit englischsprachiger Popmusik. Ja, genau. Und deswegen begrüße ich diese Quote auch. Und ich glaube, wir würden uns wundern, wie viele tolle Bands und Sänger plötzlich hochkämen, die wir gar nicht bemerken können im Moment, weil sie niedergemäht werden. Sehe ich genauso. Ich habe heute auch eine Diskussion auf Phoenix gesehen. Ja. Entschuldigung, wenn ich jetzt mal einen anderen Sender erwähne. Nö, das ist ja, gehört ja zu uns hier. Ach so, ja, das ist okay. Und da hat der Dieter Gorni eigentlich, war der Chef von Viva, der hat sich sehr erfreulich geäußert, fand ich, sehr sachlich hat er gesprochen. Und er hat gesagt, es würde, wenn es diese Quote geben würde, wäre die Folge zunächst einmal mehr Quantität. Mhm. Aber durch diese Quantität würde auf Dauer auch mehr Qualität entstehen. Glaube ich auch. Ganz zwangsläufig. Finde ich auch für. Weil dann auch mehr Studios gebaut werden müssen, wo deutsche Musiker dann auch produzieren müssen. Wir beide einer Meinung, dass es mehr deutschsprachige Musik in den deutschen Radiostationen zu hören geben sollte. Jetzt sagen wir aber gemeinsam ganz, ganz liebe und herzliche Grüße in Richtung Schweiz. Ich glaube, Udo Jürgens lebt in Zürich. Ja. Wir gratulieren noch nicht, das darf man nicht vor dem Geburtstag. Nee. Aber wir heben beide den Hut und sagen und verneigen uns vor ihm, vor dem großen Künstler Udo Jürgens. Und dass er so weitermacht. Und wünschen uns noch ganz, ganz, ganz viele Jahrzehnte, auf dass er mal sowas wie Hestas wird und wir ihn noch ganz lange auf der Bühne sehen. Ja. Er hat ja auch jetzt, habe ich im Fernsehen gesehen, aber noch nicht gelesen, auch ein Buch rausgebracht mit einer Frau zusammen, das sein Leben beschreibt, wohl auch sehr interessant ist. Ja, nicht nur sein Leben, sondern überhaupt die ganze Familiengeschichte. Und da ist also sehr viel verborgen. Was ist denn dein Lieblingslied von ihm? Zum Schluss noch gefragt. Oh Gott, also da gibt's so viele, also das kann ich gar nicht sagen. Also wenn ich jetzt so Revue passieren lasse, alles was Udo Jürgens gesungen hat, gibt es wirklich wahnsinnig gute Sachen. Aber so das allernetteste Lied finde ich immer noch den griechischen Wein. Ja, warum? Ich weiß nicht, das ist so ein richtig schönes, tolles Lied. Was so, es ist ein Evergreen ja mittlerweile, was alle Leute kennen, was man mitsingen kann, was kein doofer Schlager-Gassenhauer ist, sondern ein richtig schönes Lied. Mir gefällt es einfach. Ja, es hat viel Atmosphäre und hat auch einen sehr sinnvollen Text. Ja, der Text ist sehr menschlich. Aktuell bleiben wird wahrscheinlich. Ne? So, lieber Olaf, in diesem Sinne, alles Gute dir. Ja, wünsche ich dir auch und du mach auch weiter so. Dankeschön. Tschüss. Tschüss, Domian. So, ihr Lieben, 0800 220 5050, das hier ist unsere Telefonnummer, unsere E-Mail-Adresse lautet domian@wdr.de. Morgen haben wir eine Themennacht. Morgen heißt unser Thema, wie sage ich es meinem Partner? Habt ihr Geheimnisse? Habt ihr Probleme? Liegt irgendetwas an, dass ihr sagt, ich möchte es eigentlich meinem Partner sagen, ich weiß nicht, wie ich es ihm sagen soll? Oder gibt es da etwas Fulminantes in eurem Leben, von dem ihr nicht so ganz sicher seid, ob ihr es überhaupt eurem Partner sagen sollt. Wir können gerne morgen darüber beraten. Ihr könnt euch heute schon melden über E-Mail, über domian@wdr.de und morgen steht die ganze Sendung unter diesem Thema. Jetzt begrüße ich herzlich die Ute und Ute ist 54. Hallo Ute. Hallo Domian. Hallo Ute. Dein Thema. Ja, ist ja direkt schade, dass die Sendung nicht so schön aufhört wie das Gespräch eben, das ihr hattet. Ja, mein Thema ist, ich bin seit 36 Jahren verheiratet und bin jetzt von meinem Mann verlassen worden und sitze zu Hause mit 6 Kindern. Ach du lieber Gott, mit 6 Kindern. Wann hat dein Mann dich verlassen? Das ist ungefähr ein halbes Jahr her jetzt. Und so Schlag auf Schlag von heute auf morgen? Also es ist, das Verlassen ging Schlag auf Schlag. Natürlich hat sich da schon ein bisschen was angebahnt. Es ging im Wesentlichen darum, dass er ein sehr autoritärer Vater war und ein fauler Ehemann, wie man so schön sagt. Mhm.
heißt, er hat also überhaupt nicht dazu beigetragen, irgendetwas, was die Familie angeht, zu übernehmen. 36 Jahre Ehe, wie viele Jahre waren schöne und glückliche Jahre? Ja, schön und glücklich insofern waren die Jahre fast bis zum Schluss. Wir haben ja viele Kinder bekommen und das Ganze, die Kinder sind gewollt. Ich habe ja noch mehrere Kinder. Und wenn es nicht glücklich gewesen wäre, hätte ich die Kinder nicht gewollt. Mhm. Aber irgendwas scheint ja nicht in Ordnung gewesen zu sein, zumindest am Ende. Sonst hätte er sich nicht davon gemacht. Warum hat er sich davon gemacht? Er ist rausgeschmissen worden von seinen beiden Söhnen. Wie alt sind die Söhne? Die Söhne, die ihn rausgeschmissen haben, sind 20 und 22. Und die können den Vater aus seiner eigenen Wohnung rausschmeißen? Eigentlich nicht. Die haben ihn dazu gebracht, dass er gegangen ist. Die haben ihm einfach vorgehalten, dass er ein unfairer Ehemann wäre, dass er nicht fähig wäre als Vater, weil er zu autoritär ist, dass er überhaupt nicht mit anpackt, dass er eine große Klappe hat und alles. Ja. Hat er die Kinder geschlagen früher? Ja. Ja. Hat er dich auch geschlagen? Nein. Nein. So, nun können natürlich die Söhne auftreten und sagen und ihm den Kopf waschen. Wie hast du dich denn dazu verhalten? Ich habe von diesem Streit, von diesen Auseinandersetzungen gar nichts mitbekommen. Da war ich entweder nicht zu Hause oder ich weiß gar nicht, also ich habe das nicht mitgekriegt, ich weiß nur das Ergebnis. Und das Ergebnis war, dass die Jungs gesagt haben, also wenn das so weitergeht, dann würden wir dir empfehlen, hier unsere Familie zu verlassen. Woraufhin er am selben Tag seine Sachen gepackt hat und abgezogen ist. Ihr wohnt alle noch in einem Haus? Ja. Auch die großen Jungs? Ja. Mhm. Nimmst du es deinen... Der eine, die anderen aber, ne? Der 22-Jährige nicht mehr. Nimmst du es den Jungs übel, dass sie den Vater so unter Druck gesetzt haben, dass sie ihn so in die Mangel genommen haben? Sie haben die Wahrheit gesprochen. Das ist das Ergebnis, mit dem bin ich nicht ganz zufrieden. Ja, aber es ist ja auch sonderbar, dass er dann sofort, ohne auch noch das Gespräch mit dir zu suchen, sofort dann geht, wie eine beleidigte Leberwurst. Ja, aber das ist seine Art immer gewesen, also die Art kenne ich. Und er ist auch dann zu stolz, zurückzukehren oder zu stolz zu sagen, ich habe da Mist gemacht oder zu stolz zu sagen, wie will das nicht nochmal wieder überdenken. Ja. Das macht er nicht. Obwohl ich denke, dass er auch sehr unglücklich ist. So. Wo ist er jetzt, weißt du das? Ja, der hat eine Wohnung sich genommen. Und hast du mit ihm ab und zu mal Kontakt, telefonisch zum Beispiel? Also ganz, ganz selten. Er kommt also zu uns nicht, aber naja, durch die finanzielle Situation habe ich also schon Kontakt. Also er gibt uns auch Geld, er bezahlt noch das Haus ab, also wir wohnen ja in einem Haus. Ja. Du sagst, der Älteste ist 22. Wie weit geht's runter? Bis 10. Ja, was sagen die anderen, die restlichen Kinder, dass der Papa jetzt plötzlich weg ist? Ja, es ist ja fast ein bisschen traurig, aber so wie ich das mitkriege, sind sie nicht so sehr entsetzt darüber, weil sie ja fürchterlich eingeengt waren durch ihn. Also verstehe ich es richtig, dass wenn jemand ein bisschen entsetzt ist und vielleicht auch traurig, dann bist du es? Das habe ich jetzt akustisch nicht verstanden. Ich sage, wenn ich es richtig verstanden habe, ist die einzige Person, die so ein bisschen traurig ist oder entsetzt, dass er weg ist, bist du das? Ja. Aber du warst doch eigentlich dann auch nicht so zufrieden in der Ehe, aufgrund der Andeutungen, die du gerade gemacht hast. Nein, zufrieden nicht, aber ich konnte damit leben. Also jetzt ist es schlimmer als vorher. Jetzt ist es schlimmer als vorher. Hast du ihm das so gesagt, dass du gerne möchtest, dass er zurückkommt? Nee. Aber offensichtlich hat er sich den Kindern gegenüber ja wirklich nicht gut verhalten, wenn einhellig die Kinder jetzt aufatmen, dass er weg ist. Ja. Und das musst du als Mutter doch beobachtet haben und das musst dir doch auch zu denken gegeben haben. Ja, das war ja auch unser Problem. Also wir haben uns im Prinzip gut verstanden, bloß über die Erziehung waren wir uns nie einig. Hast du immer klein beigegeben? Ja. War vielleicht auch ein Fehler, ne? Ja, aber das ist meine Mentalität so. Also Das heißt, es gab Streitereien, er war autoritär den Kindern gegenüber, du fandst das nicht gut, aber du bist auch nicht eingeschritten. Ja. Und so ging das Jahre und Jahre und Jahre. Ja, ja. Und irgendwann hatten die Kinder jetzt die Faxen dicke, ne? Die Jungs zumindest. Ja, sicher. Nur, ich sitze jetzt mit allem alleine da. Also ich bin im Moment, ja, ich bin echt am Ende. Also das mit der Schule, mit den Kindern, dann Haus und Garten und, naja. Also ich muss alles alleine entscheiden, ich muss eben alles alleine machen. Also was mich so ein bisschen irritiert an der Geschichte ist, dass die Söhne da irgendwie so die Sache in die Hand genommen haben. Die Söhne, die eigentlich erwachsen sind und auch eigentlich in dem Elternhaus nichts mehr zu bestimmen haben sollten. Und dass über deinen Kopf hinweg da etwas passiert ist, das gibt mir zu denken.
Würdest du denn eine Chance sehen, wenn du auf ihn zugehen würdest? Und wenn du sagen würdest, pass auf, da ist ja doch eine ganze Menge vielleicht nicht so richtig gelaufen. Lass uns zusammen mit einem Ehetherapeuten sprechen. Vielleicht kriegen wir nochmal die Runde, kriegen wir nochmal die Kurve. Ja, das nächste Problem ist das, dass ich von einem Sohn gehört habe, dass er wohl auch eine Beziehung hat, seit kürzerer Zeit. Mhm. Aber erst jetzt, seitdem er raus ist? Ja. Ja. Ja gut, kann man vielleicht gar nicht jetzt so richtig beurteilen. Vielleicht ist es nur einfach irgendwie so eine Affäre, die gar kein Gewicht hat. Ja, nur, ja, aber wenn ich jetzt, ich weiß auch nicht, ob ich das fertig bringe, jetzt zu sagen, komm zu mir zurück. Also im Moment will ich ihn eigentlich nicht. Auf der anderen Seite will ich ihn doch, weil ich alleine nicht zurechtkomme. Verstehst du? Mhm. Ja, aber es ist die Frage, was, du kommst, ist es jetzt rein so eine praktische Geschichte, dass du nicht alleine zurechtkommst? Oder ist da auch noch eine Gefühlsebene, dass du sagst, eigentlich möchte ich auch diesen Mann an meiner Seite haben, wenn er sich etwas verändern würde? Da bin ich mir überhaupt nicht sicher. Mhm. So. Auf der einen Seite wohl, auf der anderen Seite auch wiederum nicht. So. Und deshalb fände ich so gut, wenn das irgendwie möglich wäre. Du sollst nicht betteln, komm zurück. Das ist nicht der richtige Weg. Aber es wäre gut, wenn das in einer Runde mit einer neutralen Person geklärt werden könnte. Das wäre für dich auch sehr wichtig. Das wäre bestimmt gut, nur weiß ich von vornherein, dass er das nicht mitmachen würde. Mhm. Wir hatten ja schon mal so ein bisschen Schwierigkeiten, also eben auch mit der unterschiedlichen Auffassung von Erziehung von Kindern, dass wir uns zwar nicht professionelle Hilfe, aber ich hatte gemeint, mit Freundes-Ehepaar zusammentun wollten. Also das ist mit ihm überhaupt nicht durchzuführen. Okay, dann das würde er nicht machen. Dann wäre jetzt mein Vorschlag, und ich bitte dich, das gleich mit meinem Psychologen weiter zu vertiefen, weil die Sendung zu Ende ist, wäre mein Vorschlag, dass auf jeden Fall du dir eine Beratung suchst und eine Hilfe suchst, damit du dir etwas mehr im Klaren wirst, was du eigentlich willst und wo du stehst, auch gefühlsmäßig. Ja. Das wäre mein dringender Rat. Ich bitte dich jetzt aufzulegen und mein Psychologe, der Peter, ruft dich sofort zurück. Jetzt gleich, ja? Alles Gute, tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute Nacht. In der Technik Malte E-Mails. Morgen heißt unser Thema, wie sage ich es meinem Partner? Also, wenn ihr Geheimnisse habt vor eurem Partner und ihr wisst nicht, wie ihr es sagen sollt, ruft an. Tschüss.